Es sah nach einem knappen Auswärtssieg der Leipziger aus. Und dann kam John Córdoba und holte den Punkt für die Kölner. 31. Minute, erste Chance hatten die Leipziger. Und es war Emil Forsberg, der Mann aus Schweden, der hier die Leipziger in Führung schießt nach Zuspiel von Yusuf Paulsen. 1:0 also hier die Führung im Absteigerduell zwischen Köln und Leipzig. 45. Minute, dann ein schneller Leonardo Bittencourt bedient John Córdoba und der macht den Ausgleich. Er soll ja quasi als Backup für den abgewanderten Anthony Modest im Kölner Trikot auflaufen. Und das macht er hier richtig gut. Der Ausgleich für die Kölner durch John Córdoba. Und in der 51. Spielminute gab es dann wieder eine Riesengelegenheit. Wieder für John Córdoba. Aber diesmal verfehlt er nur um Millimeter. Dann würde es hier beinahe 2:1 für die Kölner stehen, aber leider hat er ihn ja etwas versemmelt. 58. dann der eingewechselte Miloš Jojić auf Osako und dann nochmal Miloš Jojić. Das gibt's doch nicht. Wie kann man den denn bitte verschießen? Er weiß es selber, dass das wirklich die 100%ige Möglichkeit für ihn war. Und das wird er spätestens in der 80. Minute bereuen, denn jetzt kommen die Leipziger wieder mit Marcel Sabitzer. Keine Chance für Timo Horn und Leipzig hat wieder mal die Nase vorn in einem verrückten Spiel. Erste Saisontor für Marcel Sabitzer und der kann sich eigentlich gar nicht mehr halten, so glücklich ist er. Aber die Leipziger sind spätestens in der 90. Spielminute nicht mehr glücklich, denn jetzt kommt John Córdoba und rettet den Kölnern den Punkt. Zweites Tor am heutigen Tag und jetzt kann man sich wirklich die Frage stellen, ist das der neue Anthony Modest für die Kölner? Ich glaube schon, denn hier hat er schon bewiesen, dass er eine Tormaschine ist und dass er Tore schießen kann. Und die Kölner haben Spaß mit ihm und deswegen holen die Kölner jetzt hier den verdienten Punkt gegen RB Leipzig. RB Leipzig ist natürlich sauer, dass sie hier den Punkt nicht mit, die drei Punkte nicht mitnehmen konnten, aber sind natürlich auch zufrieden mit einem Punkt. Wie sagt man es so schön? Ein Punkt besser als keiner. Das war's auch schon.